wahnsinnig stolz, ihn heute hier haben zu dürfen. Peter Martin. Die Frage ist sozusagen, aber was ist sozusagen die Qualität des Lebens? Wann getrauen wir uns tatsächlich hineinzuschauen in das, was in uns schlummert und sind so mutig, eigentlich das zu leben, das wirklich zu machen? Und gleichzeitig wird es spürbar in meiner Haltung, weil ich bin es, ich lebe es. Es ist nicht irgendwie konstruiert, sondern es ist deckungsgleich mit dem, was ich verspüre. Und die Qualität eures Lebens hängt eins zu eins zusammen mit dem, ob ihr in eurer Bestimmung seid und ob ihr das Gefühl seid, hey, das fühlt sich echt an, das bin ich. Wir müssen von Performance-Driven weg auf Purpose-Driven oder anders auf Beyond-Driven. Das ist immer das Gleiche und ich frage mich sozusagen, warum machen das Unternehmen nicht? Unternehmen sind Organisationen, die sind von Menschen gespeist. Sie sind nichts anderes, ihr seid das Unternehmen. Wo wäre unser Beyond? Was wäre unser übergeordnetes Ziel? Was würden wir wirklich verändern, wenn wir das machen würden, wenn wir wüssten, es gäbe ein Ende? Markenkämpfe ist der Spirit. Ich bin in vielen Netzwerken, in vielen Business Clubs und dachte eigentlich, ich brauche nicht ein weiteres. Aber was ich hier erlebt habe, beginnend mit alle beim Vornamen anzusprechen. Es ist unkompliziert, es ist fresh, es ist jung. Es ist einfach eine sehr menschliche Begegnung, die hier stattfindet. Und jetzt bin ich Mitglied. Warum ich schon seit 3 Jahren dabei bin und warum ich immer wieder komme, das ist eigentlich, weil ich hier so eine Art Familie gefunden habe, kann man so sagen. Es ist nicht nur der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich kann ausnahmslos sagen, dass ich bisher nur nette Menschen getroffen habe. Ich glaube sozusagen, der eigentliche Erfolgsfaktor von Unternehmen wird in Zukunft noch mehr der Mitarbeiter sein. Mit welchen Werten kann er sich identifizieren? Also was ist der Auftrag, der übergeordnete Auftrag des Unternehmens und entspricht es sozusagen seinem Lebenskonzept, also seiner Ausrichtung? Und dann arbeitet er nicht fürs Unternehmen, sondern er arbeitet dann für sich im Unternehmen. Das Markencamp ist insofern anders, ich sage einfach mal, es ist von der kulturellen Veranlagung eine andere Organisation. Man merkt einfach, dass da Menschen dahinter stehen, die machen das mit so viel Freude und mit so viel Leichtigkeit. Also das grundlegende Ziel ist, eine gute Zeit zu haben, gute Leute zusammenzubringen, eine Plattform zu bieten und das merkt man eigentlich in den ersten 10 Minuten. Und insofern freue ich mich sehr, hier zu sein. Markencamp bringt mir die Möglichkeit zu adaptieren, reinzuhören, was machen andere, wie setzen sie bestimmte Strategien an. Ich fahre mit vielen, vielen neuen Ideen zurück und ja, freue mich jetzt schon auf die Umsetzung des ein oder anderen wirklich heißen Tipps von heute. Wetter super warm, es ist ganz sonnig, genau die richtige Temperatur. Hey! Sind wir beim Wetterfernsehen? Wir sind beim Markencamp. Red mal über Content oder so ein Kreppel. Ich komme aus der Kommunikation und das, was ich so am Markencamp schätze, ist so das Interdisziplinäre. Dass nicht nur PR-Leute mit PR-Leuten sprechen und Marketing-Leute mit Marketing-Leuten,
sondern man spricht miteinander und denkt halt gemeinsam an das Thema Marken und Markenentwicklung.